Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Project Unstable. Es tut mir leid, dass letzte Folge das Intro gefehlt hat. Aber die Aufnahme war ein bisschen kaputt. Nee, Gott. Und ich war dann zu faul, das noch neu zu machen. So, ich mache mal hier zu. So. Und zwar habe ich mir heute was überlegt. Wir haben eine Nameless Queen. Und ich habe mir so überlegt, ja, das ist scheiße. Die Nameless Queen habe ich nämlich gestern noch mitgekriegt. Braucht End. Hier unten. Flower Type End. Also, da unten steht einfach nur End, aber Flower Type End. Und Ender Flower ist das Dragon Egg. Wir können natürlich ins End gehen und den Ender Dragon besiegen und das Egg holen. Das will ich aber nicht. Wir haben jetzt die Nameless. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Wir probieren etwas. Ich habe hier ein bisschen gearbeitet. Ich erkläre euch das jetzt mal. Und zwar könnt ihr, also wir, da sind wir. Ihr könnt in den Genetic Sampler, könnt ihr hier Bienen reinpacken. Ich mache das mal ganz kurz. Ich habe hier das mit der Cultivated schon gemacht. Dann kann ich das mal gleich nochmal erzählen. Also ihr packt die dann da rein. Ihr braucht so ein Blank Gene Sample und so ein paar Genetic Labware. Das läuft natürlich hier unten wieder alles über, ne, ME-System, craftet das immer schön. So, dann rattert das hier durch. Und was ihr dann kriegt, ist ein Sample. Dieses Sample ist irgendein Wert von der Biene. Das kann, was weiß ich, sein. Gucken mal, was wir da haben. Das ist jetzt Fertility. Es gibt aber noch einen Haufen andere. Mal gucken. Wenn ihr sieht. Ihr seht auch ein bisschen Dinger. Na gut. Halt zum Beispiel Flowers. Flower. Das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Auf jeden Fall. Wir wollen das. Also wir wollen Blumen. Ganz normale Blumen. Wir wollen ja nicht ein Ender Dragon Egg. Territory, Lifespan, Species könnt ihr auch kriegen. Dann könnt ihr Bienen sogar replizieren und Bienen umwandeln. Ihr könnt dann beispielsweise aus einer Common eine Imperial machen. Keine Ahnung, zum Beispiel. Kann natürlich schief gehen. Lifespan habe ich Shortest und alles mögliche. Und ich habe mal schon ein bisschen was zusammengepackt. Und zwar könnt ihr so Genetic Templates craften. Aus Tin und Diamond. Und die könnt ihr dann mit Gene Sample zusammen craften. Also es müssen nicht zwei sein, kann auch immer nur eins sein. Und dann kriegt ihr ein Genetic Template. Und da steht dann auch, wo ist es hin? Da ist es. Was ihr praktisch drin habt. 12 von 13 Chromosomen. Das Einzige, was fehlt, ist Species. Weil ich möchte die Spezies ja nicht verändern. Aber wie ihr seht, Tag-Nacht-Zyklus ist nicht egal. Blumen sind Normalblumen. Der Speed ist fast. Cave-Dwelling ist aus. Effekt none. Also wenn es einen bösen Effekt hätte, was es hat, es macht uns Schaden, der würde jetzt negiert werden, wenn wir das da drauf kriegen. Territory, ja, ist halt, ja. Territorium. es gibt noch irgendwo Lifespan, Shortest habe ich drinne. Das heißt, das Ding stirbt uns auf jeden Fall weg wie eine Fliege. Könnte man nochmal ändern. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Das ist nochmal so ein Genetic Template machen, weil man kann die auch kopieren. Wenn ihr praktisch sagt, Fertility möchte ich noch ein zweites Mal, packt ihr es hier oben rein und packt hier so ein leeres Blank Gene Sample rein. Und dann kriegt ihr es raus. Dann habt ihr es nochmal. Ja, könnt ihr es halt zusammencraften. Ihr könnt auch so ein Genetic Template nehmen. Ihr könnt die auch so mit zusammenfügen. Wenn ihr zum Beispiel ein Template habt, wo ihr praktisch nur, was weiß ich, Speed und was weiß ich habt, könnt ihr das auch mit anderen Templates da dann praktisch zusammenmerchen. Also was hier schon drauf ist auf dem großen Template, wird dann praktisch zusammengepackt. So. Und wie gesagt, hier fehlt jetzt eine Sache und zwar Species. Ich habe jetzt ein bisschen schon rumprobiert und ein paar Bienchen gemacht. Ich weiß gar nicht, habe ich noch eine. Moment. Wie heißt das Ding? Ich gucke so nach. Habe ich hier irgendwie. Ich bilde mir ein, ich hatte doch. Das hier ist zum Beispiel eine Ender Drone. Die braucht Ender-Sachen. Genau. Aber ich wollte mal gucken. Jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Nee. Aber wir können ja, wir nehmen mal die Sinister Drone. Also es geht mit Queens, es geht mit Princes, es geht mit allem. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie das praktisch funktioniert und dass da schief gehen kann. Vielleicht haben wir ja Pech und es geht direkt schief. So, also. Das Ding ist im Moment Nether. Humidity Tolerance, bla bla, ja, das ist egal. Also wir dürften dann einen Fast Worker mit Shortest Life bekommen und Blumen, wo unten jetzt Nether steht, müssen Flowers stehen, wenn das Ding fertig ist. Braucht halt so ein Genetics Lab Rare.
was einen Haufen Diamanten kostet, aber 561 Diamanten, ne? Wir haben keine Probleme. Ich hab jetzt wieder was zugemacht. Ich mach's mal ganz kurz wieder auf. Und zwar wurde mir nämlich eine Nachricht geschrieben. Die eine hoffe ich, kann ich morgen dann beantworten. Also, was heißt morgen? Wahrscheinlich übermorgen. Morgen werde ich es aufnehmen. Weil da geht es um den Server und da wollte ich ein Video zu machen, anstatt das einfach so zu erklären, weil es ist schon ein bisschen schwieriger. Und jetzt kommt wieder irgend so eine komische Musik. Mach ich mal weg. Und zwar wurde mir nämlich geschrieben, dass eine Gomarillis ja auch Zombiefleisch haben kann. Ja, ach guck mal, es ist gut gegangen. Und wir sehen Shortest Life, Fast Worker und Flower Tap Flowers. Und es dürfte halt keinen bösen Effekt haben, wenn wir jetzt nachgucken. Ich will nur ganz kurz gucken. Hat das Effekt? None. Effekt einfach negiert. So. Und das probieren wir jetzt mit der aus. Sie wird wahrscheinlich draufgehen und ich darf eine neue machen. Das heißt, ich brauche eine neue Oblivion. Das heißt, es wird schwierig. Ich probiere es trotzdem mal. Wünscht mir Glück. So, jetzt ist es vorbei. Jedenfalls wurde mir geschrieben von wegen, dass ich mal, dass ich ja auch Zombiefleisch reinpacken könnte, aber ich meine, Zombiefleisch haben wir, aber ich glaube, es ist kaum was, was man wiederkriegt, wenn ich mich recht entsinne. Ich wollte mal so ein Brainy Jerky probieren, so ein Brain Jerky. Hatte eigentlich nur wenig, aber gibt ja übelst viel eigentlich im Richtigen dann zurück. Auch Nutrition, alles mögliche. Ich weiß nicht, Zombie Brain. Ich meine, ich habe ganz viel davon, aber sie disconnecten sich ja halt immer und dann lieber. Wir haben das jetzt einmal aufgebaut, Mensch. Nein. Nee, aber nur, dass es auch wie Zombiefleisch funktioniert auch. Fand ich nämlich ganz interessant, dass das funktioniert. So, und es hat funktioniert. Ich glaube es ja nicht. Wuhu. So, dann machen wir da gleich mal was. Und zwar, ihr seht übrigens gerade, wie schnell die Kultivelle da gerade gestorben ist. Das ist das Shortest Life. Und wir packen jetzt die Nameless rein. Also, sie braucht ja Desert. Moment. Moment, nee, Quark, oder? Hostile Environment, einfach nur. Was ist? Ah, Temperature Cold. Okay, wir brauchen. Okay. Das seht ihr übrigens, wenn ihr. Jetzt habe ich hier keinen D. Das seht ihr da bei T. Normal halt und dann. Was weiß ich. Und da wir das nicht so richtig beeinflussen, brauchen wir. Genestry. Irgendwie hier so ein Upgrade. Ich weiß nicht, wie es heißt. Winter Emulation. Wir brauchen mal so ein Ding da hier, so ein Climate-Gedöns, so ein Upgrade-Frame und so ein, nein, nicht einen Bronze-Gear, Mensch. So ein Ding. So. Okay. Winter Emulation Upgrade. Wo haben wir sie hin? Da haben wir sie. Was kann ich denn mal rausnehmen? Es regnet ja gerade eh. Was wollte ich aus der Name? Das wollte ich ja einfach nur hier die Dingens rauskriegen, ne? Genau, die da, die Forgotten kommt. Das heißt, wir müssen erstmal umstrukturieren. Und zwar brauchen wir 8 Productivity, weil wir möchten natürlich 4 rauskriegen aus der Biene. Das Rain mache ich mal raus. Ich möchte 4 aus der Biene rauskriegen. Es ist nach. Ich gehe pennen. Dann ist hoffentlich der Regen weg. Jetzt habe ich gerade ein bisschen ins Mikrofon gepoppt, es tut mir leid. Ja, und. Das andere war noch mit dem Realm of Suffering. Das hatte ich ja gesagt, das könnten wir machen, aber bei dem bisschen Blood Magic, was wir da machen, lohnt sich gar nicht. Ich wollte ja mal gucken. Mensch, wie viel haben wir jetzt? 26 Blank Slates, wir brauchen 100. Ja, das geht, dann mache ich ausgehen immer mal ein bisschen, das geht. So. Und danach brauchen wir ja Blood Magic halt nur für diesen letzten Tier. Ich denke mal, dann werden wir es auf jeden Fall spätestens brauchen. Aber dafür bräuchten wir eigentlich auch die Demon Invasion, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Und was wollte ich jetzt hier? Ich wollte hier gar nichts, ne? Ich wollte draußen die Biene fertig machen. So. Dann machen wir das Light Upgrade raus und machen dafür mal das Winter. Alles gut. Und sie dürfte eigentlich auch keinen Effekt haben, keinen bösen. Nee, komm, komm mal weg. Bist du tot? Nee, fängst du erst an. So, in der Hoffnung. Die habe ich übrigens auch schon bearbeitet, die Common Queen. Weil ich gerne will, dass das alles schön schnell stirbt. Und wir kriegen halt einen Haufen dadurch. Ich weiß nicht, ob man
durch Sterben kriegt man auf jeden Fall einen Haufen Drohnen, die wir im Endeffekt brauchen. Wir können auch Princes nehmen. Princes geben mehr, aua, mehr Liquid DNA. Aber warum sollten wir machen? Warum sollen wir das machen? Wir haben doch was viel Schöneres. Ich meine, Ranch weggepackt. So. Da haben wir noch ein bisschen Strom drin. Ich sollte mal hier irgendwie einen Tesseract oder sowas hinstellen. Können wir mal machen. So. Private. Lava and Power. Yes. Und Energy Receive. Oh, wir haben die erste Forgotten Comp. Genau das, was wir haben wollen, denn daraus kriegen wir Amnestic Wax. Okay. Gut, dann kann die Biene jetzt ein bisschen rumsterben, wie da hinten. Habe ich ihn hier da? So. Okay. Das ist halt das Blöde, man kann nicht immer alle Upgrades haben. Stört mich immer ein wenig. Ich möchte alles haben. Ja. So wie dazu. Wo machen wir jetzt weiter? Ah, wir haben eine Quest fertig. Was denn? Was habe ich denn fertig gemacht? Weiß ich gerade. Ah, for the hoarding, genau. Ich hab die Shards fertig gemacht. Ein Legendary Reward Bag. Mal gucken, ob wir vielleicht mal 3 Seeds bekommen. Das wäre super. Nein, noch besser. 16. Geil. Ist ja nicht so, als hätten wir schon 1000 eingereicht für eine Quest. Diese Legendary Bags, das ist so... Ah. Und ich wollte unten noch, stimmt. Bevor ich es vergesse. Genau, ich wollte das Ding nochmal anmachen. Da ich das Hylorium mal alles verballern will. Wo war jetzt... Das war hier, genau. Das Ding. Klick. So, okay. Kriegen wir noch ein paar Erze nebenbei und alles mögliche. So. Hier war ich auch durch, genau. Das haben wir auch schon alles aufgearbeitet, also läuft doch ganz gut hier. Okay. Liquid DNA ist mir übrigens aufgefallen, kann man auch aus diesem Genetic Sample kriegen. Aber nun ja, ne? Es sind halt nur 50 MB. Ich meine, man kann sie kopieren. Ich hatte überlegt, ob ich das mache, aber ich glaube, man kriegt ja nichts wieder, ne? Doch, man kriegt sogar mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit was wieder raus. Es wäre zu überlegen, ob man es automatisiert. Kostet halt die ganze Zeit Diamanten dafür. Und für 50... Meh. Weiß ich nicht. So, kommen wir mal hier. Guck mal, schon 3 Forgotten Comp. Ist noch nicht einmal gestorben. Die ist endlich tot. Das ist sehr schön. Weil dann kann da nämlich jetzt nochmal die Cultivated rein. Damit wir da nochmal ein bisschen was kriegen. Okay. So. Das kann alles weg. Das kann weg. Das kann weg. Runter. Das kann eigentlich auch weg. So. Okay, womit machen wir jetzt als erstes weiter? Das ist immer so die große Frage. Was machen wir? Ach stimmt, ich wollte ja noch so einen Haufen machen, was Crucible Crafting ist. Das muss ich nicht offscreen machen, aber ich würde es gerne offscreen machen, weil es sehr, sehr lange manchmal dauert. Aber wir können mal gucken. Weil die Serial Wall und so weiter, die kennen wir ja schon. Also wer schon länger guckt, der kennt sie ja schon. Die sind ja gar nicht so... Die Serial Wall war ja... Genau, wenn die Redstone bekommt, ist sie zu. Irgendwie so war das. Und auch die angeschlossenen Blöcke. So, dann gucken wir mal. Du bist voll? Du bist voll, sehr gut. So, wir switchen mal ganz kurz in den Crafting Mode und dann möchten wir gerne Ethereal Wall. Dann brauchen wir einen Shard. Dann brauchen wir Arcane Stone, den wir nicht haben. Das heißt, wir machen mal ganz schnell welchen.
Sliver und Stone. So. Okay, Arcane Stone. Dorthin. Ethereal. Quark, was mache ich denn? Shard. Water Shard. Und eine Redstone Torch, habe ich noch eine? Nein. Lass mich, danke. So. Und Kabuff, Ethereal Wall. Sehr schön. Das heißt, wir haben schon mal eine Quest fertig. Und wir kriegen Ethereal Glass. Und Nerz. Yay. Ethereal Glass ist im Endeffekt, kann man so sehen wie dieses, diese abstruse Plattform. Nur, dass halt Mobs nicht durch können. Sieht so aus, man kann da durch, hat keine Bounding Box. Nur für Mobs hat es halt eine Bounding Box. Das ist noch da, gut. Ich dachte jetzt, ich hab's abgehauen. So, Ethereal Wall war, glaube ich, so ähnlich. Warte. Red. Genau. Wenn es ein Redstone-Signal hat, kann man durch. Und ich glaube, der hat sogar hier die Fähigkeit, dass praktisch, wenn ich das so machen würde, dass ich hierhin auch durch kann. Genau. Genau so war das. So, habt ihr auch mal gesehen? Und dann gibt es noch den Aging Stone, der halt dafür sorgt, dass Tiere schneller erwachsen werden. Ist jetzt nicht so prickelnd, aber wir müssen halt einen machen. Aging. Da ist er. Habe ich noch eine Glock? Ja. War das? Zwei waren es nur. Okay. Und einen Shard. Das ist gut. Wir haben einen Aging Stone. Wie viel brauche ich davon? Ein. Wir kriegen 3 Spawn Pick und nochmal 4 Aging Stone. Yippie. Hat man ja auch mal letztes Mal verwendet. Bei Project and Stereo haben wir die ja auch mal benutzt. Nicht so erfolgreich, aber wir haben sie benutzt. Ich glaube, bei den Schafen hatten wir ja drunter eine Schaffarm. Kann sich da noch jemand erinnern? Hey, ist nicht ja schon wieder ewig her. Das war die Botania-Schafarm, also war es ziemlich am Ende. Gut. Dann weiter im Programm. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt an der Essenzen. Das heißt, wir brauchen einen Arcane Alembic. Das heißt, wir brauchen einen Wiss-Filter. Habe ich davon noch was? Habe ich jemals welche gemacht? Das ist die bessere Frage. Also wir haben hier so ein Saumig-Ding da. Ich packe das mal. Weißt du was? Packen das alles mal. Komm. So. Kommt alles hier rein. Und dann außen Augen, außen Sinn und was weiß ich nicht. So. Tschüss. Gut. Das brauchen wir noch. Arcane Alembic, wo bist du denn? Da bist du. Wir brauchen einen Wiss-Filter und das war Silverwitch. Und Gold, glaube ich, ne? Genau. So. Warum ist... Egal. Den wollte ich haben. Nein, was tue ich? So. Zwei Wiss-Filter. Wir machen mal ein paar mehr, weil wir werden gleich wahrscheinlich den bisschen mehr Automatisierung bauen. Aber wir können die auch so machen. Kostet genauso viel, braucht nur einen Haufen String, aber wir haben ja Silverwood, von daher. Sehr egal. Ja, das ist im Endeffekt das gleiche. Okay, Bucket. Bucket. Es fehlt noch ein Auto reinlegen. Dann wäre Soundcraft noch mehr vereinfacht, als es eh jetzt dadurch schon ist. Aber egal. So, Gold. Und wir haben eine Cane Alembic. Wuhu. Yippie. Das heißt, wir kriegen 8 Ethereal Essence. Mit Aliens. Okay, was wir jetzt? Er will einen Saumium Boat oder Tubes. Tubes brauchen wir noch. Essentia Tube. Das ist ein Quicksilver Drop. Ein Glas. Wenn ich es finde. Habe ich nicht. Da haben wir Glas. Eisen. Und ich glaube einen Gold, ne? Nee. So nicht. Was ist das da? Es ist nur ein Golden Nugget. Okay. So, machen wir ein paar Tubes. Und brauchen wir noch was? Ja, wir brauchen noch so ein Wolf. Mensch, Wolf. Ja, das ist ja einfach nur ein Lieber. Genau.
Koppel und Stick. Machen wir gleich ein paar, kommen hier. Dass wir ein paar drinne haben. So, und dann machen wir mal hier so einen Wurf noch. Alles gut, ne? Genau. Kriegen wir nochmal ein Reward back. Als halbe Herz möchte ich nicht. Ein bisschen Essence und jetzt verlangen sie von uns schon die anderen Tubes. Restricted und Directional, da kriegen wir Filtered, dann brauchen wir die Filter nicht zu craften. Machen wir das so rum, ne? Also Tube. Restricted Tube war ja nun Stone mit einer Tube. So, Restricted. Und dann noch die Directional, was im Endeffekt nur Lapis und so ein Ding ist. Nein, meine Tubes. Ich brauche euch noch. So. Okay. Directional Sense, ja, Tube. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das hier am schönsten denn machen. Ich würde sagen, wir reißen hier die komplette Wand raus, oder? Ist auch ein bisschen blöd, aber geht nicht anders. Jedenfalls für das, was ich vorhab. Und dann bauen wir uns gleich mal eine Automatisierung. Also, was heißt Automatisierung? Eine, wie wir es bei Project Unstable dann hatten. Nur halt ein bisschen schöner vielleicht. Die, na, wie heißt denn das Zeug? Was hat es getan? Sollte es nicht machen. Blöder Hammer. Die hier mit den Bellows, das Ding da, was ich da gebaut habe. Das werden wir nochmal machen. Und ich wollte mal jetzt mal einen. Habe ich noch Stonebrick eigentlich hier drinne? Ja, ein paar hundert, okay. Nochmal das Ding. Mal gucken, wie weit wir kommen. So. Na, wir kommen da ordentlich weit. Weil mir das hier nicht gefällt. Ich mach das mal so hier. So. Das ist besser. Wir haben noch 63, haben wir noch. Dann können wir nochmal einmal hier. So, wir haben noch. Ach, komm. So. Wunderbar, hat sogar genau gereicht. Auf dem Block. Ich bin wieder sehr erstaunt. So, dann machen wir einfach diese Wand, oder? Machen wir hier das Glas raus. So schön wie es ist, rauszugucken, wissen wir nicht mehr. Ich brauche mal nochmal Stone ein bisschen. So. Und zwar. Wobei wir natürlich auch gleich. Ich öffne mal kurz den Reward Pack nochmal. Weil da eh nur Scheiße drin ist. nee. Weil ich habe gerade überlegt, wir haben doch. Ja, nein, das. Energistics. Wir können doch eine. Genau. Serial Essence brauchen wir dafür. Gut, dass wir da ein bisschen was gekriegt haben. Logic Processor. Und was war es noch? Quarz, ne? Genau. ME1K Storage Component. Machen wir 5 Stück, dann sind wir die ganze Serial Essence schon mal los. und dann brauchen wir noch ja, so ein im Endeffekt achso, da. Okay, ich brauche Warded Glass. Okay, es heißt Greatwood. Glass. Warded Glass ist übrigens nicht mehr Witherproof, was mich sehr gestört hatte. Im Project Unstable, dass mit einmal das Glas zersprengt wurde. Achso, wir haben nicht genügend Aspekt, deshalb. So. Dann lädst du schon mal auf. Und wir können ja schon mal. Wie heißt das Ding nochmal? Alchemical Construct. Brauchen wir 2 davon. Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr Essentia Wolves. Um genau zu sein, 3. Und vielleicht auch noch irgendwas, womit wir uns dann craften können. Nein, da. So. Okay. Weg. Du mal wieder da rein.
Ach so. Ein Liefer fehlt natürlich noch. Also ein Ding hier. Jetzt dürfen wir es craften gehen. Gut. Dann weiter im Programm. Die Valves. Dann zwei davon. Zwei davon. Da. So. Zwei Wiss-Filter und ein Greatwood. Greatwood und Wiss-Filter. Okay. Nein, nein, so und so. Okay. Und dann machen wir mal ein Alchemical Construct und das zweite gleich hinterher. Gut. Cauldron, Crucible habe ich hier. So, komm mit. Setzen dich mal hier so hin, würde ich meinen, ne? Oder hier hinten ist vielleicht... Ne, warte, hier, wenn hier denn die ganzen... Vielleicht doch hier. Okay. So, also wir brauchen Nito, wir brauchen den Crucible drüber, wir brauchen zwei Alchemical Construct drauf und dann brauchen wir jetzt einen Haufen Essenz. Also, was heißt ein Haufen? Noch ein bisschen mehr. Das ist eigentlich auch irgendwie questmäßig was gewesen gerade. Achso, genau, die stimmt. Wir kriegen die filtert. Und dann kriegen wir nochmal ein bisschen Cereal Essence. Okay. Essentia Crystallizer. Ja, brauchen wir erstmal noch nicht, oder? Den brauchen wir noch nicht machen. Also will ich noch nicht machen, sagen wir mal so. Ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr gelinst. Es ist schon fast wieder vorbei hier. Ich glaube es ja wohl. So, wartet. Wir brauchen erst das Ding hier. Gucke ich mal. Weiß nicht, ob es reicht. Nein. Ich glaube, mir fehlen noch 5 Wasser oder so. Okay. Wir essen nochmal so ein bisschen Gehirn. Gehirn. So. Dann wollte ich nochmal gucken. Weil wir können ja hier noch ein paar andere Dinge machen. Zum Beispiel ein Essentia Monitor. Achso, warte, Glas wollte ich ja auch noch machen. Stimmt. Nicht vergessen. Dann machen wir das erstmal ganz kurz. So. Und dann du dahin. Ich finde es erstaunlich, dass er einfach Holz reinpackt und denkt, das geht. Saumig Energistics. Du ist vielleicht einfacher. Okay, haben wir Saumig. Eins. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen schon mal diesen da. Beziehungsweise wir machen das hier drüben. So, das Ding. Eigentlich brauchen wir noch einen, wie heißt das Ding? Buffer. Genau. Brauchen wir auch einen Valve nochmal. Das gleich mal hier drüben. So, ein Valve. Drei davon und dann brauche ich noch Vial. Achso, Vial, nicht Vial. So, 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir einen Buffer draus. Bin ich falsch? Ach ja, das ist ein Restricted. Okay, es tut mir leid. Das war mein Fehler. Wir brauchen... Was tut es? Das war jetzt meine Tastenkombination des Schließen des Inventars. EBA. So, Essentia Buffer. Genau. Kann ich das Ding jetzt anmachen? Jawohl, wir haben das Ding. Sehr schön. So. Dann Essentia Buffer oben drauf. Eine Tube nach da. Also beziehungsweise das hier müssen wir weg. Fackel. So, und dann müssen wir jetzt hier ein paar Tubes ransetzen. Die vielleicht so hier gehen. Und dann, das ist auch ein bisschen blöd alles, aber es wird jetzt hässlich aussehen, das tut mir leid. So, habe ich nochmal eine Wand ganz kurz. So, du auseinander. Du gehst da nicht dran. Und da nicht dran. Da nicht dran. Sondern nur so. Genau, da haben wir jetzt schon mal 3 Anschlüsse. So, dann brauchen wir Greatwood.
Denn Greatwood hat Magie. Das ist ein Aspekt, den wir brauchen. Und wir könnten gleich mal eine Voyager machen. Wenn wir einmal dabei sind. Wie heißt das jetzt nochmal? Obsidian. Vergesst schon wieder den Namen. Voyager. Komm mal her, mein Kleiner. Jetzt machst du mir erstmal das Ding. Dankeschön. Du musst dahin. So. Denn die Jar. Weil wir könnten auch nochmal so ein so ein Ding machen. Eine Aspect Library. Vielleicht nicht so schlecht, wenn wir das machen würden. Habe ich noch ein Jar-Label? Ja, sehr gut. Okay. Also wir brauchen ein Book. Ein Jar-Label. So ein Quirl. Nee, das ist das Ding. Scribble-Tool. Oder Scribing-Tool. Habe ich noch ein Table? Ich habe noch ein Table. Wunderbar. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Audio und dann ist alles gut soweit, ne? So, Aspect Library. Kennt ihr sicher auch noch aus Project Unstable. Ansonsten erkläre ich es jetzt mal. Das Ding ist relativ cool, wenn ihr Label haben wollt. Wenn ihr irgendwas labeln wollt. Das ist sehr genial. Ihr packt die Label da oben rein. Und hier seht ihr alle, die ihr discovered habt. Und da könnt ihr einfach draufklicken und ihr habt das Label in der Ding ins gefärbt. Zum Beispiel möchte ich jetzt gerne Arbor haben. Das heißt, ich kann mir jetzt den Jar-Label da Arbor nehmen. Und pack das gleich mal hier so hin. An noch einen freien Anschluss. Und jetzt wird alles praktisch, was ich hier in den Crucible, packe ich jetzt Greatwood rein. Ne? So 16 Stück mal. Und dazu noch vielleicht so ein, zwei, drei Kühlchen. So. Das flackert jetzt durch. Ich weiß, wir sind am Ende der Folge, aber ich will noch mal ganz kurz jetzt zeigen. Ich kann ja in der Zwischenzeit mal Quests machen. Ich lasse es mal kurz blubbern. Weil das Ding war eine Quest. Kriegen wir nochmal Jar-Level. Sehr schön. Und Brain Jar brauchen wir da noch. Will ich aber nicht. So. Okay. Und wie ihr seht, wir haben jetzt hier in dem Buffer Magie. Und hier Arbor drin. Der Buffer wird sich allerdings jetzt mit Magie füllen. Es sei denn... Wir nehmen mal ganz kurz Eisen. Komm wieder. Komm her. So. Und packen das hier oben rein. Dann können wir jetzt hier auswählen, Saumium. Das Ding kennt alle Rezepte, die wir kennen, die im Crucible sind. Und jetzt können wir praktisch direkt die Magie rausnehmen und kriegen das Saumium. Wir brauchen kein Crucible, wir haben keinen Flux. Wir müssen einfach nur warten. Ist nicht der beste Ofen, es gibt einen besseren. Werden wir später irgendwann sicher auch machen. Aber so haben wir halt den Vorteil, wir überfüllen jetzt nicht mit Arbor, können aber erstmal Magie machen, die wir dann ja brauchen. Gut, dann, ich habe Crucible Crafting, ich bin glücklich. Hier ist ja nichts davon noch da. Genau. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Project Unstable, Folge 57 dann schon. Und ich gucke mal, ob ich mich morgen hinsetze wegen Tutorial. Bis dahin, wir haben wieder überzogen. Ciao.